Willkommen zum Konzepttest 44 mit dem Thema kolligative Eigenschaften. Die Fragestellung lautet: Eine Lösung besitzt im Vergleich zum Lösemittel A. einen höheren Schmelzpunkt, B. einen höheren Siedepunkt oder C. einen höheren Dampfdruck. Um dies beantworten zu können, werfen wir einen Blick auf den theoretischen Hintergrund. Lösung und Lösemittel haben verschiedene physikalisch-chemische Eigenschaften, wie zum Beispiel Siedepunkt, Schmelzpunkt, Dampfdruck oder osmotischer Druck. Diese sind aber nur abhängig von der Anzahl der gelösten Teilchen, nicht aber von der Art der Teilchen. Deshalb muss der Van't Hoff-Faktor berücksichtigt werden. Dieser ist ein Maß für die Löslichkeit, also dafür, wie gut bzw. vollständig sich ein Stoff im Wasser löst und wie viele Teilchen sich danach in Lösung befinden. Die Berechnung des Van't Hoff-Faktors erfolgt über diese Gleichung: I gleich 1 plus Alpha mal Klammer auf Q minus 1 Klammer zu. Alpha ist hierbei der Dissoziationsgrad und Q die Anzahl der in Lösung befindlichen Ionen des Stoffes. Zunächst ein Überblick über die kolligativen Eigenschaften und deren Gesetze. Diese Gesetze gelten nur für ideale Lösungen. Das bedeutet sehr stark verdünnte Lösungen mit chemisch ähnlichen Komponenten. Bei dem ersten Raoulschen Gesetz geht es um die Dampfdruckerniedrigung. Löst man eine nicht flüchtige Substanz in einem flüchtigen Lösungsmittel, so sinkt nach dem ersten Raoulschen Gesetz der Dampfdruck. Lösemittelteilchen fühlen sich in der flüssigen Phase wohler und haben eine geringere Fluchttendenz, in die gasförmige Phase überzugehen. Zum Beispiel, wenn man Natriumchlorid im Wasser löst, so verteilt sich das gelöste Salz gleichmäßig darin. Dabei werden an der Oberfläche einige Wassermoleküle verdrängt und durch Salzmoleküle ersetzt. Bei gleicher Temperatur können nun also weniger Wassermoleküle verdampfen. Die Kondensation bereits verdampfter Wassermoleküle hingegen wird nicht behindert. Die Konsequenz daraus: Bei gleicher Temperatur stellt sich ein niedrigerer Sättigungsdampfdruck ein. Beim zweiten Raoulschen Gesetz geht es um die Siedepunktserhöhung. Dampfdruckerniedrigung bewirkt gleichzeitig auch immer eine Siedepunktserhöhung. Eine Substanz siedet nämlich dann, wenn ihr Dampfdruck den Umgebungsdruck erreicht. Wird der Dampfdruck einer Substanz nun durch Zugabe von Gelöstem erniedrigt, wird der Umgebungsdruck erst bei höherer Temperatur erreicht. Dies ist aber nur der Fall, wenn das Gelöste bei der betrachteten Temperatur keinen eigenen Dampfdruck hat und damit die Gasphase aus reinem Lösungsmittel besteht. Bei gleicher Temperatur treten weniger Moleküle des Lösungsmittels von der flüssigen in die gasförmige Phase über als bei der reinen Substanz. Die Siedepunktserhöhung ist also auch immer proportional zur Stoffmenge des gelösten Stoffes. Sehen wir uns hierzu ein Diagramm an. Die schwarze Linie stellt das Lösungsmittel dar, die blaue die Lösung. Beim Sieden betrachten wir den Übergang von flüssig zu gasförmig. Es ist zu erkennen, dass die Lösung den Umgebungsdruck erst bei einer höheren Temperatur erreicht als das Lösungsmittel. Es erfolgt also eine Siedepunkterhöhung. Das zweite Raoulsche Gesetz befasst sich aber auch mit der Schmelzpunkterniedrigung bzw. Gefrierpunkterniedrigung. Der Schmelzpunkt von Lösungen liegt niedriger als der der reinen Flüssigkeiten. Die Lösung ist nämlich stabiler als das reine Lösungsmittel. Daher kristallisiert das Lösemittel in der Lösung erst bei tieferen Temperaturen aus als das reine Lösemittel. Die Gefrierpunkterniedrigung ist für verdünnte Lösungen auch immer proportional zur Molalität der Teilchen des gelösten Stoffes. Auch hierzu ein Diagramm. Wieder ist die Lösung blau dargestellt und das Lösemittel schwarz. Es ist zu erkennen, dass die Lösung den Übergang von flüssig zu fest erst bei tieferen Temperaturen erreicht als das reine Lösemittel. Es ist also eine Gefrierpunkterniedrigung. Nun zur Beantwortung der vorhergestellten Frage. Eine Lösung besitzt im Vergleich zum Lösemittel A einen höheren Schmelzpunkt, ist also falsch. Es ergibt eine Schmelzpunkterniedrigung. Antwort B, einen höheren Siedepunkt, ist richtig. Und Antwort C, einen höheren Dampfdruck, ist falsch, denn es ergibt eine Dampfdruckerniedrigung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.